Liebe Brüder und Schwestern, wir fahren fort im 1. Korintherbrief. Ich habe vor einem halben Jahr mit Gottes Hilfe 1. Korinther 1 bis 10 am gleichen Ort hier ausgelegt. Und es gibt manche Kapitel, die lässt man am liebsten aus, weil sie so umstritten sind. Aber wir sind Gott dankbar, dass er auch diese Dinge in sein Wort geschrieben hat, die auch eine Bedeutung haben, die vielleicht heute manchen unpopulär scheinen. Und deshalb lesen wir, es ist genauso Gottes Wort wie andere Stellen, auch heute 1. Korinther 11, Vers 1 bis 16. In der Lutherbibel ist überschrieben, die Frau im Gottesdienst, ich möchte es überschreiben, Mann und Frau im Gottesdienst oder auch Mann und Frau in der christlichen Gemeinde. Hier geht es um grundlegende Fragen, um Schöpfungsordnung, aber auch um Dinge, die diese Schöpfungsordnung zum Ausdruck bringen, auch äußerlich. Wir lesen also 1. Korinther 11, ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt, ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet, und hat etwas auf dem Haupt, also auf dem Kopf, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar sich abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist dir als Schleier gegeben. Wörtlich steht Umhüllung. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Wenn wir das hören, ja, dann widerstreitet es völlig dem heutigen Zeitgeist. Der heutige Zeitgeist ist geprägt von der sogenannten Emanzipation, Loslösung von der Herrschaft der Männer, die sicherlich oftmals eine Tyrannei war. Und nun sind viele Frauen ins andere Gegenteil verfallen und haben jede Ordnung, eben auch die Ordnung, die uns in der Bibel gegeben ist, über Bord geworfen. Auch in christlichen Gemeinden findet man heute kaum noch das, was wir hier gelesen haben. Es wird erklärt als kulturell bedingt, selbst in ansonsten bibeltreuen Kommentaren. Es wird erklärt als zeitbedingt, als persönliche Meinung des Paulus. Und ich versichere euch, ich habe mich monatelang mit diesen Kapiteln beschäftigt in der Vorbereitung, weil ich genau weiß, dass das nicht einfach ist und auch sehr umstritten ist. Habe im griechischen Text geforscht, in den Wörterbüchern und möchte euch heute das Ergebnis mit aller Schwachheit und Demut nennen, ohne irgendjemand zu verletzen. Man kann auch sagen, es sind Äußerlichkeiten hier angesprochen, aber man weiß, das Äußere ist immer auch ein Abglanz des Inneren. Und die Frage ist eben, akzeptiere ich das Wort Gottes in allen Punkten als irrtumsloses Wort oder mache ich irgendwo Abstriche? Selbst in einem bibeltreuen Kommentar von John MacArthur, den ich sonst sehr schätze, ist an diesem Punkt alles als in das erste Jahrhundert geordnet relativiert. Ich gehe aber darauf noch ein. Andere Bücher, wie zum Beispiel von Rudolf Eberzhäuser, legen das als aktuell für die Gegenwart aus. Also es gibt auch hier unter bibeltreuen Auslegern, das sind sicherlich beide bibeltreu, aber doch unterschiedliche Ansichten. Um das gleich vorwegzunehmen, der heutige Zeitgeist ist geprägt vom Feminismus.
Das fing an mit der Aufhebung der Geschlechtsunterschiede im Äußeren, mit der Freigabe der Abtreibung in den 60er Jahren, mit der Frauenordination, jetzt auch immer mehr in Freikirchen kommend, dass auch Frauen, erst waren sie Ältestinnen, jetzt sind sie Pastorinnen oder Predigerinnen, und bis hin zur Genderideologie, zur Gleichmachung der Geschlechter, dass man sagt, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, es ist alles relativ. Die Auflösung aller Unterschiede und damit letztendlich der Schöpfungsordnung Gottes, die wir gerade gehört haben. Das habe nicht ich gesagt, sondern das hat Gottes Wort, durch Gott durch seinen Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, uns gesagt. Und diese Schöpfungsordnung betont also, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und ich sage Gott sei Dank, es wäre ja langweilig, ja, wenn alles gleich wäre. Man spricht von Unisex, alles das gleiche Geschlecht. Höchst langweilig und natürlich auch unbiblisch. Und wer diese Unterschiede einebnet, widerspricht nicht nur Gottes Wort, sondern leistet auch der Fantasielosigkeit Vorschub. Und es sind aber Schöpfungsordnungen, die hier gegeben sind. Ich werde gleich noch eins im Einzelnen darauf eingehen. Bezüglich der Erlösung allerdings ist kein Unterschied. In Christus ist nicht mehr Mann oder Frau, nicht mehr Sklave oder Freier, nicht mehr Herr oder Knecht. Galater 3,28, dieser Vers wird oft missbraucht, um alle Unterschiede einzuebnen, aber es bezieht sich auf die Erlösung in Jesus Christus. Bezüglich der Stellung, im Blick auf die himmlische Hoffnung, die himmlische Herrlichkeit, gibt es keinen Unterschied. Alle sind durch Jesus gleichermaßen erlöst, die ihn als den gekreuzigten Sohn Gottes angenommen haben. Aber bezüglich des Geschaffenseins als Mann und Frau sind Unterschiede. Und man soll, und darum geht es in Gottes Wort, Mann und Frau ganz klar unterscheiden können. Auch in der Gemeinde, auch bezüglich der Ordnung, vielen Dank, die der Herr gegeben hat. Und hier ist nun als äußeres Zeichen der Unterordnung genannt, die Exousia, die Macht auf dem Haupt. Oder im Griechischen steht auch Katakalypsis, das ist die Herabverhüllung, wird geläufig als das Kopftuch ausgelegt. Und der andere Begriff, der hier zentral ist, ist Peribolä, die Umhüllung. Das ist das, was Luther mit Schleier übersetzt hat, die Umhüllung. Bevor ich nun auf den 1. Korinther 11 speziell eingehe, möchte ich noch einige andere Stellen lesen, die dann noch mehr Zündstoff in dieses ohnehin schon heikle Thema tragen. Wenn wir schon dabei sind, ja, dann wollen wir gleich auch die anderen Stellen doch mitnehmen, wenn das seltene Thema schon mal gepredigt wird. Es heißt zum Beispiel dann auch im gleichen Korintherbrief, Kapitel 14, ich nehme das vorweg, das würde an sich erst am Montag kommen oder am Dienstag, wenn es um das Sprachenreden geht. Aber da steht dann im Zusammenhang, dass alles seine Ordnung haben soll, 1. Korinther 14, Vers 34 und 35. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Genauso heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, wörtlich steht, über den Mann Autorität hat, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Starker Tobak für heutige Ohren. Und man muss es natürlich auch so sehen, es gibt natürlich Frauen, die ledig sind, es gibt auch Frauen und Ehepaare, die keine Kinder bekommen. Man darf das jetzt nicht so verallgemeinern, dass man sagt, ja, die könnten nicht selig werden, so darf man es natürlich nicht sehen. Aber was gesagt wird, es soll alles in seiner Ordnung bleiben, die Gott gegeben hat. Und das heißt, und das lesen wir jetzt ganz deutlich in 1. Korinther 11, die Hauptstellung des Mannes über die Frau. Und diese Hauptstellung des Mannes über die Frau bildet die Hauptstellung Christi über die Gemeinde ab. So wie es auch im Epheserbrief Kapitel 5 ausführlich beschrieben ist. In Epheser 5 lesen wir, Vers 22 folgende, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes.
Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich frage jetzt einfach mal eine Runde, was ist schwerer, sich unterordnen oder lieben, so wie Christus geliebt hat und sich hingegeben? Ja, es sind beides Dinge, die wir nur, ob jetzt Mann oder Frau, nur in der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes tun können. Es ist beides nicht in unserer menschlichen Natur in Vollkommenheit möglich, sondern so, wie es der Herr uns schenkt. Nun möchte ich, bevor ich dann Vers für Vers auf 1. Korinther 11 eingehe, zunächst Grundsätzliches sagen. Ich habe das mal zusammengestellt in einem Gutachten und das möchte ich euch wiedergeben über die Frage der Frauenordination. Weil das ja sehr aktuell ist, gerade haben auch die Freien Evangelischen Gemeinden die Frauenordination beschlossen. Und deshalb dieses Grundsätzliche, was natürlich noch viel grundlegender ist als die Fragen des Äußerlichen, was dann auch dazu kommt. Viel wesentlicher ist natürlich grundlegend überhaupt das Verhältnis der Geschlechter und ob die Frau autoritativ lehren und Gemeinde leiten darf, gemäß des Wortes Gottes. Ich habe das folgendermaßen zusammengefasst aufgrund der biblischen Aussagen. Was sagt die Heilige Schrift über Wesen und Dienst der Frau? Zunächst, in Christus, im Herrn, ist weder Mann noch Frau, Galater 3, Vers 28. Beide, 1. Korinther 11, Vers 11 und 12. Mann und Frau sind in Christus völlig gleichwertig. Es gibt also keinen Wertunterschied bezüglich der Erlösung und der himmlischen Hoffnung. Die Erlösung durch Jesus Christus gilt beiden gleichermaßen. Im Blick auf die Liebe Gottes zu ihnen und die Verheißung der himmlischen Herrlichkeit gibt es keine Unterschiede. Zugleich gilt aber gemäß 1. Korinther 11, Vers 3 und Epheser 5, Vers 23 folgende, dass, wir haben es gerade gehört, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, dass so der Mann das Haupt der Frau ist. Das hat Gott durch seinen Apostel Paulus so geoffenbart. Das Hauptsein des Mannes im Hinblick auf die Frau bildet das Hauptsein Christi über seine Verhältnis, kann nicht umgekehrt werden, da es sich dabei um eine unauflösbare Schöpfungsordnung handelt. Also nicht nur kulturell bedingt oder zeitbedingt, sondern was angelegt ist in den Geschlechtern. Genauso wie die Homosexualität jeder göttlichen Schöpfungsordnung widerspricht. Diese Schöpfungsordnung ist im Wesen Gottes begründet. Gott, der uns gewiss, wie es in Jesaja 66, Vers 13 heißt, wie eine Mutter tröstet, dabei handelt es sich um einen Vergleich, aber sich in seinem Wesen als Vater und Sohn offenbart. 1. Johannes 2, Vers 22. Nur der hat den Vater, der auch den Sohn hat. Es steht nirgends, dass Gott sich als Tochter oder Ähnliches geoffenbart hätte. Zugleich natürlich, um jetzt nicht das auf eine zu stark menschliche Ebene hinunterzuziehen, das Gottesverständnis, zugleich, freilich ist Gott Geist und steht über den Geschlechtern. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir dürfen uns also jetzt auch nicht zu sehr auf das irdische, menschliche reduzieren, aber doch hat Gott Jesus als Mann gesandt. Und, kommt gleich noch darauf zurück, die Apostel waren allesamt Männer. Das hat seinen Zweck in der Schöpfungsordnung, seinen Grund. Das Hauptsein des Mannes in der Abbildlichkeit Jesu Christi zeigt sich genauso wie bei Jesus Christus selber in liebender Fürsorge für die Frau. Da sind wir Männer alle gefordert. Es geht also jetzt nicht hier nicht über die Frau nur, sondern auch über den Mann, ist ganz klar. Immer beides, ja, beide Geschlechter. Und keiner ist ja vor Gott besser oder schlechter als der andere. Viele sind auch falsch gelehrt worden und deshalb wollen wir vom Wort Gottes her sehen, was die Bibel dazu sagt. Also, das Hauptsein des Mannes in der Abbildlichkeit Jesu Christi zeigt sich genauso wie bei Jesus Christus in liebender Fürsorge. So wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, so sollen auch die Männer ihre eigenen Frauen lieben, Epheser 5, 25. In Epheser 5 ist es zunächst einmal ganz klar auf die Ehe bezogen. Es gibt aber auch das Hauptsein bezüglich der Gemeindeleitung. Darauf komme ich gleich noch zurück. Ein Missbrauch des Hauptseins des Mannes, etwa zur Misshandlung oder Unterdrückung der Frau, ist in der Bibel geschlossen. Ein solches Verhalten würde der Liebe Jesu völlig widerstreiten. Die fürsorgende Liebe des Mannes zu seiner Frau geht dann einher mit ihrer dankbaren und freiwilligen Unterordnung gegenüber ihrem in Christus gegründeten Ehemann. Epheser 5, Vers 23. Und das geschieht dann zum Segen für beide, für ihre Kinder und für die Gemeinde.
Der Mann also soll seine Frau lieben, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das ist die biblische Grundaussage, die Schöpfungsordnung. Die Frau lieben heißt für den Mann zum Beispiel, ganz für sie da zu sein. Ja, die Frau über die Arbeit, den Beruf zu stellen auch. Auch über die Kinder. Die Kinder kommen erst nach der Ehe. Auch wichtig, ganz klar. Aber erst an erster Stelle Beziehung zum Herrn, zu Gott. Aber dann die Ehe und dann die Kinder und dann alles andere. Die Frau lieben heißt ihr treu bleiben. Heißt ihr beizustehen als der Schwächeren, das schwächere Gefäß, heißt es einmal in den Briefen. Heißt auch, ihr Geborgenheit zu schenken, die bedrohter ist, auch in einer gottlosen Umwelt, auch heutzutage. Es heißt, sich Zeit für sie zu nehmen, ihr zuzuhören, die Kinder gemeinsam mit ihr zu erziehen, an einem Strang zu ziehen. Ja, die Männer, wir Männer dürfen unsere Frau nicht im Stich lassen in der Kindererziehung, ganz wichtig. Es heißt, ihr in alltäglichen Dingen zu helfen und ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen versuchen, auf geistigem, geistlichem, seelischem und körperlichem Gebiet. Die Frau ihrerseits soll sich dem Mann unterordnen, wie die Gemeinde sich Jesus Christus unterordnet. Und das sichtbare Zeichen ist eben die Macht auf dem Haupt, darauf kommen wir gleich noch. Und dass dieses Ehren des Mannes heißt, dass die Frau ihn ihr Haupt sein lässt, dass sie nicht über ihn herrschen will, dass sie ihm in Entscheidungen die Autorität der letztendlichen Entscheidung zugesteht. Natürlich darf die Frau beratend zur Seite stehen. Ich bin auch sehr dankbar für den Rat meiner Frau. Aber letztendliche Entscheidungen müssen dann die Männer in Letztverantwortung auch treffen. Denn sie stehen unmittelbar unter dem Herrn als das Haupt über die Frau. Die Frau darf den Mann, wie schon gesagt, ihn auch in Respekt korrigieren. Aber sie soll nicht rebellieren. Sie soll ihn auch, wenn der Mann versagt oder schwach ist, nicht verachten, sondern ihm liebevoll immer wieder aufhelfen. Es gibt heute viele schwache Männer, gerade im Zeitalter des Feminismus. Und da sind die Frauen auch gefordert, diese schwache Position der Männer nicht auszunutzen, sondern dieses biblische und gesegnete Gebot der Unterordnung zu praktizieren. Dann wird sie auch glücklich sein. Nur dann wird sie wirklich glücklich sein. Und genauso wie der Mann die Bedürfnisse der Frau verstehen und zu erfüllen versuchen soll, so darf auch die Frau die Bedürfnisse des Mannes zu verstehen und zu erfüllen versuchen auf geistigem, geistlichem, seelischem und körperlichem Gebiet. Und nun aber, das war bezüglich der Ehe, ja? Jetzt aber bezüglich der Gemeinde, Mann und Frau in der Gemeinde. Wie ist es denn? Sollen die Frauen jetzt gemeindeleitend tätig sein als Älteste oder als Predigerinnen, Pastorinnen? Es läuft zurzeit wieder ein Film, die Päpstin, all solche Dinge. Ich meine, abgesehen katholische Kirche ist sowieso jetzt kein Thema für uns. Aber ich meine, diese Frage wird heute ernsthaft diskutiert und es wird gesagt, dass die Bibel das überhaupt nicht verwehren würde. Nun, ich möchte dazu Folgendes sagen. Da der Mann das Hauptsein Jesu Christi gegenüber der Gemeinde abbildet, kann die Frau keine Funktion in der christlichen Gemeinde einnehmen, die mit dem Hauptsein zusammenhängt. Konkret, sie kann nicht regieren und nicht autoritativ lehren. Der Ältesten- und Hirtendienst ist, wie auch der Apostolat, im Neuen Testament eindeutig und ausschließlich Männern vorbehalten. 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 6. Stellen, die angeblich von Gemeindeleiterinnen und weiblichen Aposteln handeln sollen, lassen sich unterschiedlich übersetzen, zum Beispiel Römer 16, Vers 3. Das kann Vorstand oder aber auch Beistand übersetzt werden. Oder Römer 16, Vers 7. Da wird manchmal behauptet, es sei eine Apostelin Junia. Aber es kann genauso Junias bedeuten, also ein Männername. Eine Deutung im Sinne von weiblichen ältesten Vorsteherinnen und Apostelinnen ist äußerst fragwürdig, vor allem auch deshalb, und das ist für mich immer ein Hauptargument, weil sie im Widerspruch stehen würden zu den klaren Stellen der Heiligen Schrift. Und ein Lehrgebäude können wir immer nur aufbauen, auf welchen Stellen, auf den klaren oder unklaren? Nur auf den klaren Stellen. Wenn man nämlich auf unklaren Stellen Lehrgebäude aufbaut, kommt man sehr schnell zu Sektenlehren. Ja, die Sekten haben die Spezialität, unklare Stellen zu nehmen und dann ihre Sonderlehren darauf zu gründen. Was den Lehrdienst betrifft, so ist dieser insofern beschränkt, als eine Frau kein Lehramt gegenüber dem Mann wahrnehmen soll, aber sehr wohl gegenüber anderen Frauen oder Kindern. Das bezieht sich auf die Gemeinde, ja?
Ich rede jetzt nicht von weltlichen Bereich Schule, obwohl es da auch verschiedene Ansichten gibt. Ich bin auch nicht so glücklich, dass wir eine Kanzlerin haben und all diese Dinge, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt auf die Gemeinde beschränken. Ein Lehramt gegenüber dem Mann durch die Frau würde ein Herrschen über den Mann darstellen und damit die oben beschriebene Schöpfungsordnung Gottes pervertieren, also ins Gegenteil verkehren. 1. Timotheus 2, Vers 12 und 13. Begründet wird dieses Lehrverbot auch mit der leichteren Verführbarkeit der Frau von ihrem Wesen her. 1. Timotheus 2, Vers 14. Das heißt da, nicht Adam wurde verführt, sondern Eva. Zu wem kam die Schlange? Zu Eva, weil die Frau medial empfänglicher war. Und der Mann dann durch die Eva. Ja, da kam die Sexualität dazu. Das ist der Schwachpunkt bei der Frau, ist eher das Okkulte und beim Mann eher das Sexuelle. Natürlich ist der Mann auch verführbar und verführt worden. Aber zunächst ging die Schlange, ging der Teufel zur Frau. Das ist sehr interessant. Und damit wird auch argumentiert in 1. Timotheus 2. Aufgrund der leichteren Verführbarkeit der Frau würde Irrlehre in der Gemeinde begünstigt. Wir wissen natürlich, dass heute Männer auch sehr viel irren. Wenn ich Bultmann und andere Namen nenne, ist ganz klar. Aber doch ist die Frau durch ihre Emotionalität, ihr weicheres emotionales Empfinden offensichtlich eher für Erfahrungen ansprechbar als für gesunde biblische Lehre. Und durch diese Erfahrungstheologie wird sie sehr schnell gefangen genommen und kann dann nicht mehr klar die Geister unterscheiden. Das ist, denke ich, eine Erklärung, die im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 uns auch gegeben wird. Wenn jemand die Stelle vergessen hat, ich habe es ja vorhin gelesen, vielleicht zitiere ich es nochmal. Da heißt es, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären und so weiter. Also zu Eva kam der Teufel zuerst. Und wir sehen auch, was heute bei feministischen Theologinnen alles dabei herauskommt, bis hin zu einer Bibelverfälschung in sogenannter gerechter Sprache. Das impliziert, dass alle bisherigen Bibeln ungerecht gewesen seien, ja, dass Gott selber ungerecht sei. Man muss sich die Konsequenz vorstellen, einer solchen Anmaßung einer Bibel in gerechter Sprache durch den Feminismus. Eine ungeheure Gotteslästerung, genauso wie durch die sogenannte Volksbibel der Jesus Freaks. Nun, die Frau soll also nicht autoritativ lehren. Sie soll sich der Leitungs- und Lehrautorität hierzu bevollmächtigter Männer unterordnen. 1. Korinther 11, Vers 3 folgende, 1. Timotheus 2, Vers 12 folgende. Das Schweigegebot in 1. Korinther 14, 34 folgender, ich habe es auch zitiert, bezieht sich darauf und meines Erachtens nicht auf ein völliges Schweigen in jeder Situation des gemeindlichen Alltags, was etwa Rudolf Eberzhäuser vertritt, darin stimme ich ihm nicht zu, denn die Bibel spricht zugleich davon, in 1. Korinther 11, Vers 5, dass Frauen, wenn sie beten und prophetisch reden, ihr Haupt verhüllen sollen, also können sie beten und prophetisch reden in der Gemeinde. Sonst würde das ja nicht so stehen. Versteht ihr, was ich sagen will? Also, kommt gleich noch darauf zurück. Also ein völliges Redeverbot in jeder Situation der Gemeinde kann damit nicht gemeint sein. Ansonsten finde ich das Buch sehr gut. Rudolf Eberzhäuser als Frau zur Ehre Gottes leben. Sehr wertvoll in der heutigen Zeit. Aber an manchen Punkten schießt der liebe Bruder doch ein bisschen über das Ziel hinaus. Also das Schweigegebot in 1. Korinther 14, 34 folgender bezieht sich auf die Unterordnung unter die Leitungs- und Lehrautorität hierzu bevollmächtigter Männer und nicht auf ein völliges Schweigen in jeder Situation des gemeindlichen Alltags. Dass die Frau noch nicht mal beten darf oder Zeugnisse oder Beiträge, kleine Beiträge bringen. Denn, wie schon gesagt, die Bibel spricht deutlich davon, dass Frauen beten und prophetisch reden. 1. Korinther 11, Vers 5. Kommen darauf nochmal zurück gleich. Auch, dass es Prophetinnen gab. Apostelgeschichte 21, Vers 9, die Töchter des Evangelisten Philippus, Prophetinnen. Auch schon im Alten Bund, ich komme darauf noch zurück, sind Frauen dann eingesprungen, wenn keine Männer da waren. Das war allerdings eine Ausnahmesituation. Ja. Auch da steht Gott ja, in gewissem Sinn souverän darüber. Aber die Ordnung darf trotzdem nicht übertreten werden, wenn kein zwingender Grund vorliegt. Ja, das müssen wir auch berücksichtigen. Also grundsätzlich gilt, die Frau darf insofern reden in der Gemeinde, als sie sich nicht auf die verbindlichen Lehrfestlegungen in der Gemeinde bezieht. Sie soll also keine Dogmatik machen für die Gemeinde.
Und sie soll keine Lehrfestlegungen neu formulieren. Das heißt praktisch, das ist meine Sicht aufgrund des ausführlichen Studiums dieser Stellen, die Frau kann sicherlich in der Bibelstunde und außerhalb der eigentlichen Predigt auch im Gottesdienst Erkenntnisse weitergeben, ihren Glauben bezeugen, beten, singen und kleinere Beiträge bringen, zum Beispiel auch Gedichte. Aber sie soll nicht im autoritativen Sinne lehren. Die Prüfung ihrer Rede obliegt, wie auch jeder andere Beitrag, den Ältesten der Gemeinde. Titus 1, Vers 9 und 1. Johannes 4, Vers 1. Zusammengefasst, es gibt viele biblisch begründbaren und wichtigen Dienste der Frau in der Gemeinde des Herrn. Sie kann zum Beispiel im Haus und in gewissem Rahmen auch in der Gemeinde prophetisch reden. Also das Wort Gottes auch in die Situation hineinsagen, auch evangelistisch mit Menschen reden, sie von Sünde überführen im Gespräch, im persönlichen Gespräch. Sie kann beten allein in der Familie und in der Gemeinde. Sie kann andere Frauen im Wort Gottes unterweisen. Titus 2, Vers 3 bis 5. Die Stelle möchte ich auch einmal lesen. Sehr schöne Stelle. Da heißt es, die alten Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Titus 2, Vers 3 bis 5. Und auch in 2. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und es heißt dann später in 2. Timotheus 3, Vers 15 über Timotheus, du kennst von Kindheit an die Heiligen Schriften. Durch wen? Durch die Mutter und Großmutter, ja. Sie haben diesen Jungen gelehrt, die Kinder, das ist ganz klar, auch ein wunderbarer Arbeitsbereich der gläubigen Frau. Rudolf Eberzeus hat in diesem Buch noch viel mehr Arbeitsbereiche zusammengefasst, weil man ja meinen könnte, ja, darf dann die Frau überhaupt nichts mehr tun in der Gemeinde, könnte ja gleich jetzt hier eine Empörung kommen. Er hat hier 10 Punkte genannt, ich möchte nur die Überschriften uns kurz nennen. Zum Beispiel das weite Feld des Dienstes für die Frau in der Gemeinde. Erstens die Erziehung der Kinder. Zweitens ein gastfreies, gottesfürchtiges Haus, also Gastfreundschaft. Drittens gute Werke als Zeugnis für das Evangelium unter Ungläubigen. Das ist praktische Hilfe, erwiesene Liebe und Freundlichkeit im Alltag. Viertens persönliche Evangelisation und Teilnahme an evangelistischen Aktivitäten der Gemeinde. Natürlich auch ein Ressort für die Frau, vor allem auch an anderen Frauen. Fünftens Barmherzigkeit, Hilfe und Trost für Gläubige, also Werke der Nächstenliebe zu üben. Sechstens praktische Diakonie, zum Beispiel Phoebe. Und andere Frauen werden genannt, Tabitha in Apostelgeschichte 9, die sehr viel für die Gemeinde getan hatten. Phoebe kommt in Römer 16, Vers 1 vor. Dann siebtens Kinderarbeit in der Gemeinde, achtens Unterstützung für das Werk des Herrn, Mission durch Gaben und Einsatz auch. Neuntens Gebet und Fürbitte für die Gemeinde, auch für die Brüder, die in der Lehr- und Leitungstätigkeit stehen, auch in anderen Diensten. Und zehntens Unterstützung für den geistlichen Dienst des Mannes. Unordnung kommt eben immer erst dann, wenn diese gottgegebenen Grenzen mutwillig überschritten werden. Und deshalb sieht es heute auch so aus, wie es aussieht in vielen Kirchen und Gemeinden, dass wir in einer endzeitlichen Situation jetzt angekommen sind, wo es keine gottgegebenen Grenzen schon fast mehr gibt. Man kann übrigens schon fast davon ausgehen, zuerst wird die Frauenordination freigegeben, ein paar Jahre später die Homosegnung in den Kirchen. So war es in Landeskirchen und so kommt es auch in den Freikirchen. Wir merken den Zusammenhang hier. Bezüglich Homosexualität möchte ich nur erwähnen, dass das ein seelsorgerliches Anliegen ist, diesen Betroffenen zu helfen. Das ist ganz klar, wir wollen sie nicht verurteilen, aber es kann nicht als normal oder gar sündlos hingestellt werden. Ja, so viel zu dieser Zusammenfassung. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen, Vers für Vers zu unserem Kapitel. Wir haben also gesehen, Gottes Wort ist irrtumslos. Und wenn es wirklich nur kulturell bedingt wäre, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 schreibt, dann dürfte er nicht mit der Schöpfungsordnung argumentieren. Es steht zwar in Vers
16, ist jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben. Synethia oder von Ethos kommt das, diese Sitte. Und zwar die Sitte, dass die Frauen eben nicht diese Formen auch einhalten, sondern in den Gemeinden Gottes war es damals üblich, sicherlich, dass die Frau eben langes Haar hatte und eine Bedeckung des Kopfes. Und das ist dann später allerdings immer mehr zurückgegangen, so ab dem 19., 20. Jahrhundert. Nun, ich habe ja Grundsätzliches gesagt über die Schöpfungsordnung. Jetzt ist die Frage, ob das auch sichtbar sich auswirkt. Man kann natürlich sagen, die Unterordnung muss nicht unbedingt sichtbar sein, die kann auch unsichtbar im Herzen sein. Aber ich frage mich, warum kann sie nicht auch sichtbar sein, wenn es Gottes Wort ist, so sagt. Möge jeder, jede Frau auch einmal prüfen, in aller Liebe möchte ich sagen. Wir wollen hier nicht gesetzlich sein oder Vorschriften machen, aber ich habe auch lange damit gerungen und habe einfach festgestellt, ich komme um dieses Wort nicht herum, was hier steht. Ja? Man kann es noch so gewaltsam verbiegen, ins erste Jahrhundert reduzieren und so weiter, aber es steht da und es steht nicht nur als Sitte da, sondern eben auch als Schöpfungsordnung. Und zwar steht das ganz klar in Vers 3. Da steht, ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Das habe ich schon ausführlich begründet. Und dann die Folge, das kommt als direkte Konsequenz. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren, kahl geschoren. Ja. Natürlich war es in der damaligen Kultur so, im ersten Jahrhundert, dass es unvorstellbar war, dass eine Frau sich das Haupt geschoren hat. Es galt als Zeichen der Schande im ersten Jahrhundert. Es waren Feministinnen oder Prostituierte, die das getan hatten in dieser Zeit. Das sagt auch jeder Kommentar. Die Frage ist nur, ob das heute auch noch so gilt. Viele sind einfach nicht gelehrt worden über diese Fragen und deshalb wissen sie es nicht und deshalb möchte ich auch niemandem zu nahe treten, der das anders sieht. Und ich bin mit Zittern und Zagen heute auf der Kanzel, dürft ihr mal glauben, weil ich genau weiß, dass das heute sehr unbekannt ist, dieses Kapitel. Ich habe es auch lange nicht gekannt und mache deshalb auch niemanden Vorwurf, wenn es bisher jemand nicht für sich erkannt hat. Für mich ist aber persönlich eine Frage des Gehorsams. So wie Gottes Wort auch den Männern, uns Männern viel sagt, wo Erkenntnisfragen sind, die wir dann umsetzen sollten, wenn wir es wirklich erkannt haben, so sagt Gottes Wort auch den Frauen Dinge, die wir prüfen sollten, die wir nicht einfach wegrelativieren sollten. Also ich persönlich möchte das Wort Gottes vor allem auch im Neuen Testament, was ja für die neutestamentliche Gemeinde gilt, vor allem auch in den Briefen, für uns ganz praktisch und auch gültig sehen. Wer bin ich denn, dass ich das Wort Gottes in irgendwelchen Punkten wegstreiche und bibelkritisch relativiere? Also ihr versteht, das ist auch meine Not in der Auslegung. Ich habe lange damit gerungen, gibt es irgendwie da ein Schlupfloch und so? Ja, natürlich ist es keine heilsentscheidende Frage. Das Argument kommt auch immer und das ist natürlich auch so. Aber es ist einfach eine Frage, wenn ich etwas erkannt habe, bin ich dann auch gehorsam dem, was da steht? Das ist die Frage, versteht ihr? Darum geht's. Es gibt natürlich auch Frauen mit Tuch, die sich ihren Männern trotzdem nicht unterordnen. Ja, und es gibt aber auch Frauen ohne Tuch, die trotzdem eine gute biblische Ehe führen, die einfach diese Stelle nicht kennen oder bisher so gelehrt wurden, dass es nur fürs erste Jahrhundert gegolten hat. Das muss man auch sagen, ja. Am besten ist natürlich, wenn das Innere und das Äußere zusammenstimmen würde. Das wäre nach meiner Sicht, nach meiner Auslegung, die ich inzwischen gewonnen habe, der Idealfall. Man kann das aber niemand aufzwingen. Es muss von innen kommen, durch die Erkenntnis, durch die Liebe zum Herrn, durch die Einordnung in seine Gebote. Und das Hauptthema im ersten Korintherbrief ist ja nicht das Kopftuch, sondern die Liebe. Das müssen wir auch betonen, ist ganz klar. Aber tue ich dann auch aus Liebe das Wort Gottes ernst nehmen? Das ist dann die nächste Frage. Also ihr versteht, wir wollen da nicht gesetzlich sein, aber wir können auch nichts am Wort Gottes wegstreichen, was eben nicht nur als kulturell bedingt hier steht, sondern wirklich mit der Schöpfungsordnung untrennbar verkoppelt ist. Mit der Hauptstellung des Mannes, der Christus abbildet und der Mann ist das Haupt der Frau. Und das, was hier beschrieben wird, die Bedeckung, die Umhüllung durch das Haar und dann auch noch zusätzlich die Bedeckung des Hauptes, das ist ein Zeichen, dass eine Frau sagt, ich erkenne diese Ordnung an, auch äußerlich sichtbar, bekenne ich mich dazu, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der Engel auch, ja, das kommt ja gleich noch, schwer zu verstehen, ich weiß, aber steht auch da, dass ich
in diesen biblischen Leitlinien leben möchte, frohen Herzens. Wenn es gezwungenen Herzens ist, dann lasst sie überbleiben, dann bringt es nichts. Aber wenn sie mal frohen Herzens tun kann, ja, dann ist es gut. Wäre vielleicht auch interessant, hier sind ja auch unterschiedliche Frauen, wenn die Frauen einfach mal miteinander ins Gespräch kämen über diese Fragen. Ja, nun steht also hier, ein Mann soll nicht etwas auf sein Haupt setzen beim Gebet. Im Judentum ist es allerdings anders. Die stützen sich oder berufen sich auf die Stelle in 2. Mose 34, 33 bis 35. Möchte ich einmal lesen. Ich habe hier noch sehr viele Stellen. Ich weiß nicht, wie weit mir die Zeit reicht. 34, 33 bis 35. Da war Mose also auf dem Berg Sinai und er kommt dann herab. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Kindern Israel redete, was ihm geboten war, sahen die Kinder Israel, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Es war eine solche Lichtherrlichkeit Gottes, als er ihm erschienen ist, dass er sein Haupt bedeckt hat. Aber das Judentum beruft sich darauf, aber es gilt nicht für uns als neutestamentliche Gemeinde. Denn man muss die Bibel im Zusammenhang hier sehen, für uns gilt, was dazu in 2. Korinther 3, Vers 12 bis 16 steht. 2. Korinther 3, Vers 12 bis 16. Hier geht es um die Decke, die immer noch auf Israel liegt. Und da lesen wir, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing. Da steht es ganz klar. Ja. Ist für uns im Neuen Bund nicht geboten. Tun nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, damit die Kinder Israel nicht sehen sollten das Ende dessen, was da aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Doch bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Eine wunderbare Stelle, ja. Wir müssen nicht mehr unser Gesicht verhüllen, sondern so wie es in 1. Korinther 11 steht, der Mann soll sein Gesicht nicht verhüllen, wenn er betet und weissagt oder prophetisch redet. Sonst schändet er sein Haupt, denn er ist der Abglanz Christi. Die Decke ist hinweggetan in Jesus Christus. Umgekehrt nun die Frau, weil sie ja der Abglanz des Mannes ist, sie ist vor Gott gleichwertig, möchte ich nochmal betonen, aber doch diese Ordnung, ja, die Hauptstellung und die Unterordnung, Epheser 5, unauflöslich. Und deshalb gilt, eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Harter Tobak für manche, ich weiß, aber denkt einmal drüber nach, ob das vielleicht heute doch auch noch gelten könnte. Sag's mal vorsichtig, ja. Und so heißt dann weiter, will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar sich abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Es sind also zwei Stufen bei der Frau. Das lange Haar und dann noch das Tuch zusätzlich. Wörtlich, das Tuch, der Begriff, der hier steht, katakalyptomai, das heißt verhüllen, bedecken, herabverbergen. Auch um der Engel willen. Darauf komme ich gleich noch zurück, was das für eine tiefere Bedeutung auch hat. Herabverhüllen vor der Engelwelt, die uns ganz genau beobachtet, ob wir Gott gehorsam sind und das Gebot der Liebe und Unterordnung befolgen, diese Schöpfungsordnung befolgen. Und dann kommt es wieder weiter, der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken. Und jetzt kommt die Begründung, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Und weitere Begründung, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Da geht es jetzt darum, wer zuerst geschaffen worden ist. Wir wissen ja alle, die wir die Bibel kennen, dass zuerst Adam geschaffen war und dann von seiner Rippe Eva bereitet wurde als seine Gehilfin, die um ihn sei, die für ihn da ist, die sich ihm unterordnet und er soll sie liebend beschützen.
Wunderbar, diese Ordnung. Wenn das in einer Ehe funktioniert, gibt es nichts Schöneres auf Erden. Und es ist so viel Unfriede, weil von beiden Seiten heute rebelliert wird. Mann und Frau, sie fügen sich nicht mehr in diese guten, segensreichen Ordnungen. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen, um ihm eben eine Gehilfin zu sein. Das ist deshalb nicht minderwertig, ich betone es nochmal, sondern eben hat diese Position, diese wunderbare Ordnung bekommen. Und dann kommt eine weitere Sache. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Hier steht im Griechischen das Wort Macht, Exousia, das ist das Wort Vollmacht. Der Herr Jesus predigt in Vollmacht und nicht wie ihre Pharisäer und Schriftgelehrten, heißt es am Ende der Bergpredigt. Steht das gleiche Wort. Was könnte das bedeuten? Da gibt es eine Vielzahl von Auslegungen. Ich denke, ich möchte dazu zwei Ausleger zitieren. Mich hat sehr überzeugt, was jetzt John MacArthur in seinem ausführlichen Kommentar zu 1. Korinther schreibt, obwohl er sonst das ins erste Jahrhundert verlegen möchte, aber da plötzlich schreibt er in der Gegenwartsform. Das merkt er doch, es ist eine Schöpfungsordnung für alle Zeiten, um der Engel willen. Und er schreibt hier jetzt plötzlich in der Gegenwartsform auf Seite 281 seines Kommentars zum 1. Korinther. In Vers 10 kommt Paulus auf die Anwendung dieses Prinzips zurück. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Erst schreibt er, in dieser Kultur spiegelt der Gebrauch einer Kopfbedeckung das göttliche und allgemeine Prinzip der Unterdrückung der Frau, der Unterordnung der Frau wider. Ein Zeichen der Macht ist im Griechischen ein Wort exousia und bedeutet das Recht, etwas zu tun oder Autorität. Das verhüllte Haupt war das Recht der Frau zu beten oder zu weissagen, weil es ihren Gehorsam widerspiegelte. Zeichen ist hier implizit enthalten, weil dieser Satz sich offensichtlich auf die Kopfbedeckung in den Versen 4 bis 7 bezieht. Und jetzt geht er in die Gegenwart. Er schreibt weiter, die grundsätzliche Bedeutung von Engel ist Bote. Paulus spricht hier von den heiligen Engeln, die vor Gott dienen und sich durch völligen und sofortigen Gehorsam gegenüber ihrem Schöpfer auszeichnen. In der ganzen Schrift werden Gottes heilige Engel als Geschöpfe mit großer Macht dargestellt. Diese Macht aber wurde ihnen von Gott gegeben. Sie ordnen sich ihm willig unter. Also die Engel sind dienstbare Geister, ja, die sich Gott unterordnen. Außer den Dämonen natürlich, das füge ich hier ein. Aber weiter, MacArthur schreibt, darum wurden Satan und die anderen gefallenen Engel auch aus dem Himmel geworfen. Sie wollten ihre Macht für ihre eigenen Zwecke nutzen und suchten ihre eigene Ehre. Seien wie Gott, dieser Hochmut der gefallenen Engel. Die heiligen Engel sind allerdings das beste Beispiel für Unterordnung. Hebräer 1, Vers 4 bis 2, Vers 18 zeigt, wie überlegen Christus den Engeln ist und wie willig sie sich ihm unterwerfen. Lest mal nach, Hebräer 1 und 2 wird das ausführlich beschrieben. Diese Boten bewachen und beschützen die Gemeinde Gottes fortwährend, schreibt MacArthur weiter. Deshalb ist es gut, jetzt schreibt er ist in der Gegenwartsform, finde ich gewaltig hier. Deshalb ist es gut, wenn eine Frau um der Engel willen eine Kopfbedeckung trägt, damit diese sich wirklich vorbildlich unterordneten Geschöpfe, also die Engel, nicht gekränkt werden. Die Engel waren außerdem bei der Erschaffung der Erde anwesend, Hiob 38, Vers 7, und wurden Zeugen, als Gott dem ersten Mann und der ersten Frau ihre ganz besonderen Aufgaben zuteilte. Man würde sie, also die Engel, vor den Kopf stoßen, würde man in dieser Ordnung zu rütteln versuchen. Der Gedanke, auf die Reaktion und Einstellung der Engel Rücksicht zu nehmen, wird auch in Epheser 3, Vers 9 bis 10 und in Matthäus 18, Vers 10 geäußert. Ich kann die Stellen nicht alle lesen, aber vielleicht doch Epheser 3, Vers 9 bis 10. Stellen, die man oft überliest, die waren mir vorher auch nicht bekannt. Aber da heißt es, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Weltzeiten her verborgen war in ihm, der alle Dinge geschaffen hat. Auf das jetzt kund würde an der Gemeinde, den Mächten und Gewalten im Himmel, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Und in der anderen Stelle, Matthäus 18, Vers 10, ist von den Schutzengeln, der Kleinen die Rede, die verführt werden. Von den Engeln, die um diese Kleinen her sind. Gibt es also tatsächlich in der Bibel.
die diese Kleinen beschützen, und wer diese verführt, da wäre es besser, einen Mühlstein um ihren Hals zu hängen, sagt der Herr Jesus, sage nicht ich, sondern sagt Gottes Wort. Ja, und auch weil die Stelle so schwierig ist, noch eine andere Begründung dazu. Ihr habt sicherlich auch schon drüber gerätselt, ne, was das heißen könnte um der Engel willen. Rudolf Eberzeuser schreibt dazu: Auf Seite 117. Die Kopfbedeckung ist eine sichtbare Bekundung der Unterordnung der Frau unter den Mann und soll diese göttliche Ordnung zeichenhaft darstellen. Das nehmen ganz offensichtlich auch die heiligen Engel Gottes wahr. Vergleiche 1. Korinther 4, Vers 9 und andere Stellen, wo die Engel als Zeugen bzw. Zuschauer erwähnt werden. Der naheliegendste Bezug zu dieser Frage findet sich in Epheser 3, Vers 10, habe ich schon zitiert. Und dann, hier wird gezeigt, dass nach Gottes Ratschluss die Engel an der Gemeinde die große und vielfältige Weisheit Gottes erkennen sollen. Sie, die sich in der Gegenwart Gottes ebenfalls verhüllen, ist nämlich interessant, Jesaja 6, Vers 1 bis 3 heißt es, dass die Engel sich verhüllen vor dem Herrn. Merkt ihr was? Ja? Die verhüllen sich. Peribolaia, die Umhüllung. Die Engel, sie sollen, wenn sie die versammelte Gemeinde oder ein Zusammenkommen von Christen ansehen, am bedeckten Haupt der Frauen erkennen können, dass die Frauen die Schöpfungsordnung Gottes anerkennen und sich nicht den Platz des Mannes anmaßen, wie einst Eva, als sie in Sünde fiel. Soweit Rudolf Eberzeuser zu dieser Frage. Ihr merkt, ich verstecke mich auch ein bisschen hinter anderen Autoren, ja, aber ich sehe das im Grunde auch so. Aber wie gesagt, es ist eine Erkenntnissache und darf nicht aufgezwungen sein, sondern wenn jemand das von dieser Auslegung her auch so erkennt, möge er doch das auch für sich prüfen. Darum soll also die Frau eine Macht, eine Vollmacht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Diese Vollmacht, das heißt praktisch ein Zeichen der Macht, der Unterordnung unter den Mann, dass der Mann Autorität über sie hat. Das ist diese Macht, die Exousia, die Vollmacht. Ja, also die Anerkennung der Autorität des Mannes über die Frau in der Unterordnung unter seine liebende Fürsorge. Und dann natürlich, damit es nicht jetzt einseitig irgendwie hängen bleibt, in dem Sinne, dass man sagt, ja, ist die Frau jetzt minderwertig, jetzt kommt praktische Begründung, dass in der Erlösung durch Jesus Christus es keinen Unterschied gibt bezüglich der Erlösung, der himmlischen Hoffnung. Vers 11, also 1. Korinther 11, Vers 11. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Begründung, Vers 12. Denn wie die Frau von dem Mann kommt, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Ist doch klar, die Frau kommt von dem Mann, aus der Rippe Adams. Und der Mann kommt durch die Frau. Wie? Durch die Geburt. Ja, so hat Gott den Ausgleich geschaffen. Auch schön, ne? Wenn man das mal dann so sieht. Wenn ein Kind zur Welt kommt, ob Mann oder Frau, wir freuen uns, dass wieder ein Mensch das Licht der Welt erblicken durfte. Ist heute leider auch nicht mehr selbstverständlich, aber immer noch werden Kinder zur Welt gebracht. Da, wo es der Herr schenkt, ist nicht jedem gegönnt, ja, aber immer wieder ein Wunder. Und dann kommt nochmal die Begründung, und zwar jetzt bezüglich der Natur. Ist auch eine viel umstrittene und unklare Stelle für viele. Vers 13, also neben der Schöpfungsordnung wird es jetzt noch mit der Natur begründet. Physis steht hier im Griechischen. Physik, ja, der Körperbau und so weiter, das Biologische, das wird jetzt durch Gottes Wort noch als Beweis angeführt. Urteilt bei euch selbst, schreibt der Apostel in Vers 13, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, die Physis, also das heißt die körperliche Beschaffenheit, so wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Hier steht im Griechischen komao, das heißt also, ich habe es in Wörterbüchern nachgeschlagen, langes Haar tragen. Und es ist auch so, wenn man hier schaut, ich denke, die allermeisten Frauen haben sowieso von Natur aus längere Haare. Es hängt mit der Biologie zusammen. Es gibt natürlich Krankheiten und da wollen wir auch nicht gesetzlich sein. Es gibt Frauen, da wachsen keine Haare, auch bei manchen Völkern ist es schwieriger als bei anderen, das gibt es schon. Aber hier
hängt es mit den Hormonen auch zusammen. Und zwar, der Mann hat Testosteron, das männliche Hormon, das den Haarausfall beschleunigt. Es gibt drei Phasen des Haares: das Wachstum, der Ruhezustand und der Ausfall. Und bei den Männern wird die dritte Phase bei den meisten früher erreicht als bei den Frauen. Die Frauen erreichen dadurch, dass sie Östrogen haben, weibliche Hormone, diese dritte Phase oft gar nicht. Sodass also Frauen in aller Regel, Krankheit ausgeschlossen, ja, längeres Haar haben. Von Natur aus, das ist ihre Natur. Und es gibt auch Männer, die sich die Haare lang wachsen lassen. Sie müssen sich auch von dieser Stelle her fragen, ob das wirklich Gottes Wille sein kann oder nicht. Hier steht, es ist für den Mann eine Unehre. Nun weiß ich natürlich, dass es in der Bibel auch hierzu schwierige Stellen gibt. Ja. Ich denke an die Nazaräer, Simson und andere. Auch Samuel hatten sich zeitlang die Haare wachsen lassen. Aber wir müssen immer sehen, wir leben im Neuen Bund. Das waren Einrichtungen, die es im Alten Bund gab. Eine besondere Einrichtung für Israel, die wir nicht einfach für die Gemeinde jetzt übertragen dürfen. Sie haben sich besonders dem Herrn geweiht. 4. Mose, Vers 6 wird es ausführlich beschrieben. Sie haben sich auch von gewissen Getränken und anderen Dingen enthalten, um ganz abgesondert zu sein für den Herrn. Es waren wirkliche prophetische Gestalten und wir können das nicht einfach auf uns übertragen. Für uns gilt, in diesem Sinn wirklich heilsgeschichtlich zu verstehen, die Offenbarung, so wie sie in den Lehrbriefen des Neuen Testaments für uns niedergeschrieben ist, 1. Korinther 11. Das ist das, was im Neuen Bund nun für die Gemeinde steht. Also wir sollen jetzt nicht uns mit den alttestamentlichen Stellen anführen, dann könnten wir auch die Polygamie und alles Mögliche begründen, nicht? Die Vielehe, wenn man das einfach jetzt eins zu eins vom Alten auf den Neuen Bund überträgt. Warum hat dann Paulus dieses Nazaräer-Gelübde gehalten? Nächste Frage. Ihr seht, ich weiß, weil ich keiner Frage aus. Ihr dürft nachher gerne auch noch Fragen stellen. Ja, er hat es gehalten, um Frieden, den Frieden zu fördern. Man hat ihm nahegelegt, Jakobus in Apostelgeschichte 21 wird es beschrieben, damit kein Anstoß entsteht bei den Israeliten, bei den Pharisäern in Jerusalem, dass du doch dieses Gelübde auf dich nimmst. Ja, in Apostelgeschichte 18 wird es mal erwähnt und dann wieder in Apostelgeschichte 21. Aber das, der Apostel Paulus schreibt ja selber, dass es für die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Bund nicht gelten soll, dass wir diese Nazaräer-Gelübde für uns übernehmen und jetzt als Männer die Haare lang wachsen lassen sollen. Das soll also nicht sein. Also seht, hier sind genauso Regelungen für den Mann wie für die Frau enthalten. Man soll, und ich denke, da sind sich hoffentlich alle einig, die Geschlechter unterscheiden können. Das ist ganz wichtig, ja, dass man sieht, ein Mann oder eine Frau, das ist grundlegend. Da sind sich die meisten Christen noch einig. Über diese Einzelheiten dann, wie lang das Haar und Kopfbedeckung und so weiter, da gibt es nun leider viele Diskussionen. Es sollte aber kein Spaltungsgrund sein, das möchte ich auch sagen, ja. Ich möchte auch nachher ausdrücklich noch das Gespräch dazu anbieten, auch wenn ihr Fragen habt, auch nach vorne oder so. Ja, und dann noch eine weitere Begründung. Für die Frau ist es eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Periboleion gegeben, das heißt wörtlich Umhüllung. Das Haar ist also Umhüllung um das Haupt, ein Schopf, auch um der Engel willen und die Kopfbedeckung zusätzlich ein Zeichen der Unterordnung. Die Umhüllung soll die Schamhaftigkeit, die Zucht der Frau zum Ausdruck bringen, dass sie sich nicht jedem Beliebigen präsentiert, sondern sie soll sich keusch verhüllen gegenüber einer unmoralischen Welt, vor allem Männerwelt auch. Und dazu ist ja auch das Haar gegeben. Ich möchte jetzt auch nicht über Zentimeter oder solche Sachen diskutieren, versteht mich richtig, darum geht es jetzt nicht. Aber dass wir diese grundsätzlichen Aussagen einfach einmal für uns so lesen und verstehen. Und deshalb heißt es auch hier, ist dabei jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten. Ja, das ist wirklich ein Streitthema und das wollen wir eben nicht tun. So soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Was ist jetzt hier gemeint, diese Sitte nicht haben? Es kann nur gemeint sein, dass man nicht die Sitte hat, dass die Männer langes und die Frauen abgeschnittenes Haar tragen oder keinen Schleier, sondern die Sitte war eben damals, ist auch heute noch in vielen Ländern, dass eben der Mann kurzes Haar und die Frau langes trägt und auch zusätzlich das Haupt verhüllt. Das war die Sitte und ist auch heute noch für viele die Sitte, auch in unserer Mitte. Nun, aber eben, wenn es jetzt nur eine Sitte wäre, ja, würde ich auch sagen, sei es drum. Aber wie gesagt, es steht hier Vers 3, die Schöpfungsordnung, die Hauptstellung des Mannes und das wird eben dadurch abgebildet, auch durch diese äußeren Formen. Nun, das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Ich möchte aber abschließend nochmal wegkommen jetzt von dieser H-Frage, die sicherlich nicht das Zentrale ist, möchte ich auch sagen, die einfach eine Gehorsamsfrage ist, wenn jemand diese Erkenntnis bekommen hat. Und wer sie noch nicht hat, der kann das auch weiter prüfen, ohne dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ja. Ich möchte zum Schluss noch etwas Grundsätzliches nochmal sagen über Stellung und Dienst der Frau im Licht der Bibel und noch zitieren abschließend aus einem Traktat der Schweizerischen Glaubensmission, ich muss schon älter sein, über das Thema Stellung und Dienst der Frau im Lichte der Bibel, wo das auch sehr gut auf den Punkt gebracht wird von K. Engler, Missionsinspektor aus der Zeitschrift Licht und Brot des Lebens, wieder abgedruckt von der Schweizerischen Glaubensmission Hasliberg, Rundbrief Nummer 43. Kann man im Haus auf dem Dobel auch bekommen. Nun, ich zitiere also, was auch andere Brüder dazu sagen, über Stellung und Dienst der Frau im Licht der Bibel. Es gibt in den Kreisen der Kinder Gottes mancherlei Unterschiede und Gegensätze in Lehre und Praxis. Einer der schmerzlichsten liegt auf dem Gebiet des Dienstes der Frauen und Jungfrauen in der Reichsgottesarbeit. Man ist da und dort der Meinung, dass auch Frauen, wenigstens ledige Schwestern, öffentlich in gemischten Versammlungen reden dürfen und sollen. Man führt als Schriftbeweise die bekannten Beispiele an. Prophetin Hulda, Richterin Deborah, Maria an Jesu Grab, das samaritische Weib, die Stelle im Psalm 68, Vers 12 und so weiter. Es wird aber dabei übersehen, dass dies Missverständnisse oder Ausnahmen sind. Und da gilt das Sprichwort, Ausnahmen bestätigen die Regel. Welches aber ist die biblische Regel? Wir finden sie am besten und klarsten ausgedrückt in dem Wort des Apostels Paulus, Zitat, die Frau suche beim Gottesdienst Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Dagegen gestatte ich keiner Frau, Lehrvorträge zu halten oder über den Mann zu herrschen. Nein, sie soll in stiller Zurückhaltung verbleiben. Denn Adam ist zuerst geschaffen worden, danach erst Eva. Auch hat nicht Adam sich verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich zuerst hat verführen lassen, in Übertretung geraten. 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Er schreibt weiter, am deutlichsten aber reden die biblischen Tatsachen. Zum Beispiel, Gott hat seinem Volk Israel eine ganze Reihe von Richtern berufen, darunter als einzige Ausnahme die Richterin Deborah, die es aber selbst ausgesprochen hat, dass eigentlich ein Mann der Führer sein sollte, Richter 4. Nur mangels mutiger Männer musste sie in die Bresche treten. Das hat Gott aber auch nicht ausgeschlossen in dem Fall. Ja. Es gab auch in Russland Situationen, wo alle Männer deportiert worden waren in Straflage, dann haben die Mütter eben auch die Lehre untereinander und bei den Kindern und vielleicht auch bei Männern, die nicht lehren konnten, dann übernommen. Das hat es natürlich auch gegeben und Gott hat es auch dann gesegnet. Aber keine Regel ohne Ausnahme, aber die Ausnahme darf nicht zur Regel werden. Und heute ist eben das Problem, dass die Ausnahme immer mehr zur Regel wird. Ja. Und das ist endzeitliches Gericht über viele Kirchen und Gemeinden heutzutage. Gott hat viele Propheten unter sein Volk gesandt, aber keine Prophetin. Hulda ist nicht öffentlich aufgetreten, sondern sie wurde nur in ihrem Hause befragt. 2. Könige 22, 14 bis 20. Im Psalm 68, Vers 12 ist nach genauer Übersetzung auch gemäß des Zusammenhanges nicht von Evangelistinnen die Rede, sondern von Siegesbotinnen. Man sagt weiter, als am Ostermorgen der Heiland auferstanden sei, habe er sich zuerst einer Frau, der Maria Magdalena, gezeigt. Und dieser den Auftrag gegeben, gehe hin und sage meinen Brüdern und so weiter. Also nicht nur den Schwestern. Es habe also eine Frau die erste Predigt von der Auferstehung Jesu gehalten, und zwar vor Männern. Darauf ist zu sagen, dass Maria nicht gepredigt, sondern nur einen Auftrag ausgerichtet hat. Sie sollte den Jüngern erzählen, dass Jesus lebt, dass sie ihn gesehen und er mit ihr geredet hat. Und da möchte ich ergänzen, das ist auch ein Beweis, dass eben die Frau auch Zeugnis geben darf in der Gemeinde, dass kein völliges Schweigegebot sein kann, wie eben manche dann übers Ziel hinausschießen. Ja, ich habe es vorhin ja erwähnt. Sie hat also bezeugt. Beide haben den Also sie hat bezeugt. Ebenso wenig hat das samaritische Weib gepredigt oder evangelisiert, sondern sie hat lediglich Leute aufgefordert, Jesum zu sehen und zu hören. Im Johannesevangelium, nicht die Frau am Jakobsbrunnen. Beide haben in ungezwungener Weise ein Zeugnis gegeben von dem, was sie persönlich mit dem Herrn erlebt haben. Das dürfen und sollen gläubige Frauen auch heute noch tun, wo sich ihnen auf so einfache Weise Gelegenheit bietet.
Das Abhalten von öffentlichen gemischten Versammlungen, wo also auch Männer unter der Kanzel sitzen. Das berufsmäßige Evangelisieren und Predigen ist aber eine ganz andere Sache. Dafür findet sich in der Bibel kein Anhaltspunkt. Der Herr Jesus hat 12 Apostel erwählt und ausgesandt, lauter Männer. Wohl werden beim gemeinsamen Gebet am Pfingsttage auch Schwestern erwähnt, aber dann, als es ans öffentliche Reden ging, heißt es, da trat Petrus auf mit den 11, also nur Männer. Der Herr Jesus hat einen weiteren Kreis von 70 Männern ausersehen und zum Dienst am Wort ausgesandt, dabei aber keine einzige Schwester. Er hat auch nirgends gesagt, also da geht es jetzt um Apostel, ja. Er hat auch nirgends gesagt, dass späterhin Schwestern öffentlich reden sollen. Es ist also ganz unrichtig, wenn gesagt wird, Jesus habe keinen Unterschied gemacht zwischen dem Dienst der Männer und der Frauen. Hat er sich auch nicht in Worten so deutlich geäußert wie Paulus, so reden seine Taten und Ordnungen eine desto klarere Sprache. Soweit dieses Zitat, Stellung und Dienst der Frau im Licht der Bibel. Nun, liebe Geschwister, ich möchte nochmal sagen, entscheidend bleibt die innere Haltung. Bin ich als Mann bereit, meine Frau zu lieben, mich für sie hinzugeben, so wie der Herr sich hingegeben hat? Bin ich als Frau bereit, mich meinem Ehemann unterzuordnen, so wie ja, die Gemeinde sich Christus unterordnet, gemäß Epheser 5? Und, wenn es der Herr mir zeigt, möchte ich das auch äußerlich zur Kenntnis geben? Ideal ist, wenn Äußeres und Inneres zusammenstimmt. Entscheidend bleibt natürlich das Innere. Das Äußere kann ein Abbild sein. Wir dürfen aber nicht ein Gesetz darauf machen und anderen den Glauben absprechen, die diese Erkenntnis so nicht haben. Das möchte ich auch sagen. Und deshalb möchten wir auch beten, dass der Herr uns alle tiefer in sein Wort führt und dass wir ja, ihm gehorsam sind, wenn er uns offenbart, was sein Wille ist. Amen. Wir erheben uns zum Gebet, soweit es möglich ist. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du alles weise und wohl geordnet hast. Du hast Richtschnur gegeben, damit es kein Chaos gibt in deiner Gemeinde. Und heute ist so viel durcheinander geraten. Herr, wir bitten dich, erbarme dich und ordne, was sich noch ordnen lässt. In den Herzen, aber wo sein darf, auch im Äußeren. Und dass wir einander als Brüder und Schwestern liebhaben dürfen in dir, in deiner Wahrheit, in deiner Gerechtigkeit. Herr, so segne uns auch jetzt an diesem Abend, behüte uns, auch die nach Hause fahren, segne auch den Austausch und lass uns alle das Ziel erreichen, einmal bei dir zu sein, in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.